Ja, Tag auch. Grüß euch, der Micha hier. So, was könnt ihr sehen hier? Ihr seht zumindest schon mal ein ziviles T-Shirt, keine Mütze auf dem Kopf. Wir sind nicht in der Garage. Die Hände sind sauber. Heißt, oh Gott, es schwafelt. Nein, Scherz, macht er natürlich nicht. Weil ich ja selten schwafel. Es soll also darum gehen, dass ich im Zuge meiner ganzen Blogschreibereien mit Bildern machen und vor allen Dingen da dieses Video jetzt zu tun, kommt man ja ganz automatisch in den Bereich der Fotografie, Film, Technik, nenne ich es jetzt mal so, auch wenn die bei mir nicht so explizit ausgeartet ist. Man recherchiert halt rum und gerade jetzt so zu Beginn der neuen Saison, wenn das Wetter wieder gut ist, dann um sich da so ein bisschen einzugrooven, guckt man ja auch mal so ein paar Videos. Ne? Man guckt ja auch schließlich andere YouTuber, die also auch meistenteils sowieso eine klasse Videos machen. Und was mich immer am meisten beeindruckt hat, sind immer so richtig geile Videos mit GoPros. GoPros fand ich schon immer völlig faszinierend. Habe ich mich bis jetzt noch nie so richtig rangetraut. Nicht im Sinne, dass ich Angst hätte vor der Technik, aber es fehlt auch so ein bisschen die Zeit und die Muße. Und man ist ja jetzt erstmal mit der aktuellen Kamera beschäftigt und mit allem sonst so. Und ich habe mich aber doch dann jetzt mal entschlossen, die Sache in Angriff zu nehmen. Und siehe da, der eigentliche Protagonist dieses Videos, da ist sie. Meine flammenneue GoPro 10. So, bin ich furchtbar stolz drauf. Kenne ich mich auch ehrlich gesagt noch gar nicht richtig mit aus. Das heißt jetzt, ich mache also kein Unboxing und kein Eintauchen in die Parameter, die Geschichte, was sie alles kann. Ich wollte euch eigentlich mal erzählen, wie so mein Setup jetzt im Moment gerade so am Anfang aussieht mit den Sachen, damit das überhaupt filmfähig ist, die ganze Geschichte. Ne? Weil das kommt so in vielen Kartons an und dann brauchst du hier einen Halter, da einen Halter. Und ruckzuck hast du dich ja auch total verzettelt mit den ganzen Teilen, die du da so einbauen kannst und mit Kamerasichten. Also ich zeige euch einfach mal, worum es geht heute. Ne? Das ist einmal hier, wie schon gezeigt, die kleine GoPro. Diesen Halter, der wirklich super ist, warum, das erkläre ich euch gleich im Detail. Diese kleine, unscheinbare, aber sehr wirkungsvolle Schraube. Und um den Kollegen Helm soll es auch gehen. Den Helm mit dieser wunderbaren Halterung von GoPro. Das ist eine Original-GoPro-Halterung, wobei da, glaube ich, auch im Zubehörset es, glaube ich, hunderte von gibt. Die ist jetzt mit Sugru befestigt. Wie ich das gemacht habe, da habe ich jetzt leider kein Video zu gemacht, weil ehrlich gesagt wollte ich das mal so ganz heimlich im Stillen ausprobieren, weil die Videos mir haben doch ein bisschen Angst gemacht, was dann so alles schief gehen kann und mit Aushärten, Zeiten und. Letztendlich war das Ganze eine Sache von ungefähr 5 Minuten. Inklusive kneten, draufpappen und danach vergisst es ja eh erstmal einen Tag. Du lässt es einen Tag liegen, ne, und guckst, wie das Ergebnis ist. Und das ist jetzt so, wie es sich darstellt und eigentlich total super. Aber kommen wir mal zu den einzelnen Sachen. Und am Schluss von dem Video, ne, habe ich natürlich auch meine ersten Motorradaufnahmen damit gemacht. Ich habe es also ganz genau gefilmt in 2 Versionen, soweit ich mich erinnern kann, ist es einmal 2,7K mit 60 Frames per Second und einmal in 4K mit 30 Frames per Second. Die Videos sind so zur Anschauung relativ gut geworden. Ich mache das im Splitscreen, damit man da die Unterschiede noch sehen kann. Und also nimmt es einfach als Einstieg zu der ganzen Geschichte und ich sage euch jetzt mal die Sachen so im Detail. So. Hier haben wir also das gute Stück. Das ist die GoPro 10. Ich mache sie jetzt gar nicht an, weil, wie gesagt, ich will nicht auf die Möglichkeiten und Einstellungen und die Technik der Kamera eingehen. Mir geht es heute erstmal so um das Setup, speziell am Helm heute. Ich habe euch gerade auch eigentlich zu viel gezeigt, weil so wie die jetzt aussieht, hier ist sie nicht kaputt. Da fehlt die Klappe hier, aber die fehlt nur deshalb, weil ich natürlich gleich das MediaMod mitbestellt habe und dazu muss die Klappe eh weg. Dann wird hier reingesetzt und zugeklappt. So, und warum habe ich dieses MediaMod? Eigentlich nur deshalb, damit ich auch hier ein Mikrofon anschließen kann. Das geht nämlich bei der GoPro so nämlich nicht so einfach.
Aber hier hat man einfach die Möglichkeit, da nicht, hier unten ein externes Mikrofon anzuschließen. Das heißt, wenn ihr die Kamera am Helm habt, könnt ihr auch ein Mikrofon, ein externes, in den Helm reinlegen. Und ihr könnt dann bei der Fahrt auch schön erzählen, was ihr da seht. Ja, das ist doch super. So, wie gesagt, das ist die Kamera. Und wenn wir das mal halbwegs rückwärts machen, liegt dann auch bei dieser Kamera immer so ein Halter dabei. Das ist jetzt schon der zum Einklipsen in die angeklebte Halterung. Das ist gerade schon gezeigt, diese hier. Ja, diese habe ich hier wirklich formschön mit Sugru dran geklebt, in einer Position, wo ich dachte, dass sie eigentlich perfekt wäre, um die Kamera auszurichten für eine Fahrt. Habe ich mich ein bisschen mit vertan, wobei habe ich eigentlich gar nicht, ne, weil die Möglichkeiten kommen danach mit den Gelenken etc. Aber dieses eigentliche Sugru-Spektakel ist wirklich nicht so wild, wie sich das darstellt. Also man formt wirklich nur aus dem Zeug einen schönen Knubbel, klebt hier drauf und drückt das dann hier an, guckt, dass es ausgerichtet ist. Und dann kann man das einfach 24 Stunden aushärten lassen und gut ist. Der Halter ist dann halt auch noch dabei. Das ist auch der originale GoPro-Halter. Der wird dann einfach hier in den Helm reingeklipst. Das heißt, man macht hier dieses Gummi hoch. Also, klickt das hier rein bis zum Anschlag. Drückt das Gummi rein. So. Und schon haben wir mal eine gute Basis. Ja, Helm und Halterung. Sieht schon nach was aus. Wir müssen es ja so reinsetzen, damit wir die letzte Schraube an der Kamera auch unten in die Führung reinkriegen. So. 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 Das heißt hier, das muss ja so hier rein, weil sonst einfach gar kein Platz ist für die Schraube. Die Schraube muss ja in dieser Vertiefung sitzen, damit es da reinpasst. Ja, die Schraube passt durch die Vertiefung da rein. Alles wunderbar. Wenn der Helm, ich streiche die Neigung jetzt mal so. So, so. Ist also in jeder Position verstellbar, kriegt jeden Winkel hin. Der Helm steht ja quasi so und die Kamera würde so stehen. Das heißt, im liegenden Zustand sieht das ein bisschen wirklich aus, aber das passt dann mit der Körperhaltung auf dem Motorrad. Haben wir es schon mal. Jetzt ist aber das Problem, was mir aufgefallen ist, dass sowohl die Zubehör als auch die Originalschrauben. Ja, hier sieht man es am besten. So. Ja, komme ich noch näher ran. So einfach. So, diese Schraube schließt bündig mit der Kamera ab. Noch nicht mal, sie ist quasi dahinter. Das heißt, um diese festzuziehen, ne, könnte man hier unten mit zwei Fingern, weil mehr Finger passen da einfach nicht rein, könnte man das versuchen festzudrehen. Das ist relativ schwierig. Mit unbehandschuhten Fingern schon schwierig, mit Handschuhen völlig unmöglich. Jetzt könnte man natürlich sagen, gut Micha, da ist ja eine Kreuzschraube, wir nehmen noch einen Schraubenzieher mit. Und da hat man natürlich genug Gewalt. Ne? Dann kann man das Ding richtig festmachen, weil mir ist es nämlich passiert, dass während der Fahrt diese Kamera einfach sich verstellt hat. Jetzt nicht in dem unten hier, sondern einfach hier oben. Es war lose und die Kamera hat sich verstellt. Ich weiß es nicht mehr. Doch, die hat sich nach oben gestellt. So, ganz. Dann war das Tacho aus dem Bild. Merkt man natürlich nicht sofort. Dann habe ich mich gefragt, warum muss so ein Schräubchen so furchtbar kurz sein? Das ist übrigens die Original-GoPro-Schraube, ist genauso lang oder auch kurz wie die Zubehörschraube, nämlich so.
Und genau deshalb, und ich keinen Schraubenzieher mitnehmen will, habe ich mir einfach bei Amazon eine längere bestellt, nämlich diese hier. Die verlinke ich auch unten. Weil dieses prima Schräubchen hat nämlich den großen Vorteil, dass wenn es drin ist, so, immer noch weit aus der Kamera rausragt. Das heißt, hier kann ich auch mit Handschuhen mal wirklich dran drehen. Das ist ein kleines, feines Helferlein. Ich weiß, das ist ein ganz normales M5er Gewinde. Also der Findige kann sich da mit Sicherheit irgendwas draus bauen. Wahrscheinlich auch mit einem riesen Handrad dran, wenn man es fast nicht kaputt sieht. Aber da ich AV bin, habe ich mir, glaube ich, für 7 Euro oder 6 Euro oder 5 Euro, ich weiß gar nicht mehr so genau, ne, von diesen Schrauben 2 Stück gekauft. Ich meine, da war noch eine dabei in dem Set. Die, das ist jetzt eine kürzere, also die kürzere, die kann ich eigentlich, also dafür, da kann ich sie nicht gebrauchen. Der Optik halber könnte ich sie vielleicht hier dran machen, ne, und die eine austauschen, dann habe ich wenigstens 2 gelbe dran, aber das ist auch so alles. Und jetzt zeige ich das nochmal in Gänze, wenn ich es dann hinkriege. So, ja, das ist jetzt eigentlich meine, so ist jetzt eigentlich dieses Fast-Set, das Setting am wenn ich mit dem Motorrad los war, dann steht die Kamera so. Ich habe eigentlich noch für den Mikrofonausgang ein Winkelsteckerchen noch, weil das braucht ein TRS. Die Mikrofone haben ja vom Hause aus, glaube ich, alle einen TRS-Stecker. Und diesen TRS-Stecker oder diesen Adapter, also quasi sowas, das ist jetzt ein Gerader, aber den gibt es auch in abgewinkelt. Ne? Der hat jetzt vorne hier dieses TRS-Ende und hier kann man halt das TRRS-Ende reinstecken. Moment, ich zeige es auch. Dann haben wir es komplett. So. TRS. Vierpolig. 1, 2, 3, 4. Zu dem TRS dreipolig. 1, 2, 3. So. Ja, das kommt dann einfach rein. Ne? Der Stecker ist der andere, der steckt jetzt gerade auch leider hier in meiner Kamera, weil er es einfach angenehmer ist. Und den kann man dann auch hier reinmachen und dann führt man einfach das Mikrofonkabel mit dem Mikro in den Helm und damit kann man schon mal wunderbare erste Tests mit seiner GoPro machen, so wie ich das gemacht habe, und die hänge ich jetzt auch noch mal hinten dran. So, und weil das ja alles wieder richtig gut funktioniert hat ohne den Ton, machen wir das jetzt mal den Abspann hier und das Outro. Machen wir schön mit der GoPro, ohne Außenmikrofon dran, einfach mit dem internen, ohne den Media-Mod. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und wir werden uns in Sachen GoPro wiedersehen. Tschüss!